Hallo zusammen! Falls ihr jemals davon geträumt habt, mit eurem eigenen Fotoblog Millionen zu verdienen, müsst ihr wissen, dass es gar nicht so einfach ist. Dafür sollte man sich bestens in Sachen Content-Strategie, Bildbearbeitung und Abonnementgewinnung auskennen. Doch es gibt einige Nachwuchstalente, die das Ganze glänzend beherrschen, auch wenn sie noch auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen sind. Ihr wunderschönes Aussehen und ihre Begabungen ermöglichen es ihnen, an Modenschauen teilzunehmen, Verträge mit Modeagenturen abzuschließen, auf Zeitschriftencover zu kommen und riesige Honorare zu kassieren. Heute erzählen wir euch von Kindermodels, deren Schönheit die Herzen von Menschen aus aller Welt erobert hat. Lasst uns loslegen! Aria Bilgin. Sich einen Zopf bis zur Taille wachsen zu lassen, ist keine leichte Aufgabe. Denn erstens nimmt es viel Zeit in Anspruch, weil Haare mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 cm pro Monat wachsen. Und zweitens, weil es bei einer langen Mähne viel schwieriger ist, die Haare immer gesund und gepflegt aussehen zu lassen, als bei einem kurzen Schnitt. Aber dieses Mädchen, das als australische Rapunzel bezeichnet wird, hat dieses Problem nicht. Als sie geboren wurde, war ihr ganzer Kopf behaart und ihre prächtigen Locken wachsen immer noch unglaublich schnell. Fremde Leute tun sich in der Regel schwer, ihr Alter richtig einzuschätzen, denn schon mit 2 Jahren waren ihre Haare überschulterlang. Mittlerweile ist Aria 3, aber trotz dieses zarten Alters hat sie es bereits aufs Titelbild von international bekannten Magazinen geschafft und arbeitet mit großen Modeagenturen zusammen. Der Hauptgrund, warum internationale Unternehmen und Markenhersteller auf Aria aufmerksam geworden sind, sind natürlich ihre wunderschönen Haare. Laut ihren Eltern musste sie sich von klein auf an professionelle Pflegemittel wie Masken und Spülungen gewöhnen, denn ohne sie lassen sich ihre Haare auskämmen. Arias unfassbar schnelles Haarwachstum ist genetisch bedingt. Ihre Mutter hatte als Kind ebenfalls lange Haare. Lauren Lundy. In Südkorea gibt es den Begriff Ulsang, was übersetzt so viel heißt wie das beste Gesicht. Darunter versteht man einen besonders asiatischen Schönheitstyp, der ebenmäßige Gesichtszüge, perfekt glatte Haut und große Augen umfasst. Er ist in asiatischen Ländern so populär geworden, dass es sich dabei inzwischen um eine Subkultur handelt. Das Aussehen dieses Mädchens aus Kanada stimmt mit den südkoreanischen Vorstellungen vom Schönsein komplett überein. Das Mädchen mit südkoreanischen und kaukasischen Wurzeln ist mittlerweile 11 und hat bereits eine Vielzahl von Profi-Fotoshootings absolviert. Laurens Leben wird auf Instagram von mehreren 10.000 Followern verfolgt. Und ihr Bruder, der 6-jährige Cooper, ist übrigens auch dank seinem Engelsblick zum Social Media Star geworden. Seine Fans prophezeien ihm die Karriere eines K-Pop-Stars. Und die Neider können sich immer noch nicht mit der Tatsache anfreunden, dass die unfassbar langen Wimpern des Jungen echt sind. Anastasia Nyazeva. Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass slawische Frauen für ihre Schönheit weltweit bewundert werden. Und diese 8-jährige Prinzessin aus Russland wurde 2017 von einem der größten britischen Magazine zum schönsten Mädchen unseres Planeten gekürt. Anastasia hat bereits mit 2 Jahren begonnen, die Modelbranche zu erobern. Und zurzeit hat ihr Blog über 1 Million Abonnenten. Sie hat in Dutzenden Werbespots diverser Markenhersteller mitgemacht und mehrere Unternehmen als deren Botschafterin in der Öffentlichkeit repräsentiert. Außerdem hat sie sich als Schauspielerin und Sängerin versucht. Sie stammt aus einer einfachen russischen Familie und ihre Eltern hatten zuvor weder mit Mode noch mit irgendeinem anderen Business etwas zu tun. Ihre Mutter meint, dass Schönheit vergänglich ist. Deshalb geht Anastasia neben Fotoshootings und Fernsehauftritten auch anderen Tätigkeiten nach. Sie tanzt, lernt Fremdsprachen, malt und nimmt Gesangsunterricht. Momoka Kurita. Obwohl die Japanerin Momoko Kurita seit relativ kurzer Zeit als Model aktiv ist, hat sie bereits sowohl wahnsinnig viele Fans als auch jede Menge Hater. 2016 hat sie sich an einer lokalen Rennveranstaltung beteiligt, bei der sie als Königin des Rennens aufgetreten ist. Dass das Mädel an einem großen Event teilgenommen hat, hat für polarisierende Reaktionen gesorgt. Die männlichen Fans haben Momoka mit Komplimenten überschüttet, ohne zu wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt erst 12 war. Und große Markenhersteller haben sie mit Zusammenarbeitsangeboten überhäuft. Ihre Kritiker behaupten, dass ihre Outfits für so ein junges Alter zu freizügig seien und wenn sie ihre Modelkarriere weiterverfolgen würde, sie ihrer Kindheit beraubt werden könnte. Als Antwort auf die Kommentare ihrer Neider sagt Momoka ganz schlicht, ich tue es, weil ich es will. William Franklin Miller.
Dieser australische Bursche ist erst 15, aber er hat bereits mit Netflix einen Vertrag für die Dreharbeiten zu einer Serie unterzeichnet. Seine Erfolgsgeschichte liefert ein gutes Beispiel dafür, dass ein einziger Social Media Post das Leben eines Menschen über Nacht verändern könnte. Vor 4 Jahren hatte ein japanisches Mädchen das Profil des damals noch völlig unbekannten Australiers besucht und eines seiner Fotos kurzerhand auf Twitter gepostet. Und da ist ein Wunder geschehen. Innerhalb weniger Stunden wurde das Bild von zehntausenden Menschen geteilt und die Followerzahl von William schoss durch die Decke. 2016 wurde der Teenager zum schönsten Jungen der Welt gekürt und mittlerweile hat er auf Instagram über 1 Million Abonnenten. Die meisten von ihnen sind Japaner und Chinesen. Es liegt daran, dass William gleichmäßige Gesichtszüge und große Augen hat, genau wie Anime-Figuren, die in diesen Ländern sehr populär sind. Des Weiteren macht er bei großen Werbekampagnen mit und ist als Schauspieler aktiv. So hat er vor ein paar Jahren eine Rolle in der australischen Serie Jack Irish übernommen. Danach haben Regisseure aus aller Welt den Burschen mit Engagements überschüttet und wir werden ihn wahrscheinlich noch häufiger auf der großen Leinwand sehen. Christina Pimenova. Die gebürtige Moskauerin Christina Pimenova ist erst 13 und schon ein weltberühmtes Model. Seit Beginn ihrer Karriere hat die Jugendliche, die noch in die Schule geht, bereits mit Beauty-Riesen wie Ralph Lauren, Prada, Burberry, Dolce Gabbana und Fendi zusammengearbeitet. Großes Medieninteresse ist übrigens für Christinas Familie nichts Neues. Ihr Vater, Ruslan Pimenov, ist ein Profifußballer, der früher für den FC Lokomotive Moskau und die russische Nationalmannschaft gespielt hat. Mittlerweile lebt die junge Schönheit in L.A., wo sie hinzog, um einen Vertrag mit einer örtlichen Modeagentur abzuschließen. Doch Fotoshootings und Modeschauen sind nicht das Einzige, womit sie sich erfolgreich beschäftigt. Die 13-Jährige hat bereits in ein paar Filmen mitgespielt, unter anderem an der Seite des legendären französischen Schauspielers Gérard Depardieu. Anastasia Bezrukhova. Die nächste russische Schönheit ist die 14-jährige Anastasia Bezrukhova. Um ihre Erfolge könnte sie sogar von einem Model mit 4-jähriger Erfahrung beneidet werden. Sie hat bereits für Benetton, Armani, Moschino und Vogue für Kinder posiert. Mehr noch, schon mit 10 galt sie als eines der gefragtesten Kindermodels Europas. Laut Anastasia hat sich ihre Mutter viele Jahre nicht getraut, sie zu einem Fotoshooting zu bringen, obwohl alle um sie herum behauptet haben, dass das Mädchen unbedingt ein Model werden sollte. Nachdem ihre Fotos schließlich an den berühmten italienischen Fotografen gezeigt wurden, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Anastasia ist sich sicher, dass diejenigen, die der Meinung sind, dass eine Modekarriere und die Kindheit unvereinbar wären, nicht ganz ehrlich sind. Denn der Teenagerin gelingt es durchaus, Schule, Sport und Freunde unter ein Dach zu bringen. Alonso Mateo. Ob man mit 5 in den Augen von tausenden Followern zur Stilikone werden kann? Locker. Der kleine Alonso, der mit seinen modischen Looks in den sozialen Medien für Bewunderung sorgte, könnte sogar erfahrene Instagram-Mode-Freaks in Schatten stellen. Am makellosen Stil des kleinen Fashion-Bloggers arbeitet seine Mutter, die für die Auswahl von Outfits für die Models der mexikanischen Version des weltberühmten Magazins Harper's Bazaar zuständig ist. Das Einkommen des Vaters von Alonso, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, ermöglicht es ihm, Kleidung der besten Modehersteller der Welt für seinen Sohn zu erwerben. Natürlich löst es in den sozialen Medien auch eine Menge Neid aus. Alonsos Hater sind der Meinung, dass seine Eltern ihm von klein auf die falschen Werte anerziehen würden. Diese hingegen behaupten, dass der Junge sich bloß gerne fotografieren lässt. Jordan Reinle. Perfekt geformte glatte Haare, makellose Gesichtszüge und ausdrucksvolle Augen, genau so stellt man sich die klassische Barbie-Puppe vor. Für dieses Mädchen ist aber diese Puppe nicht nur ein Spielzeug, sondern auch ihr alter Ego. Jordan ist erst 7, aber sie ist bereits eines der gefragtesten Kindermodels der USA und arbeitet mit großen amerikanischen Markenherstellern zusammen. Wie es oft der Fall ist, hat ihre Karriere mit einem zufälligen Post auf Instagram begonnen. Jordans Mutter hat ein Foto ihrer Tochter ins Netz gestellt, das ihr unerwartet tausende neue Abonnenten eingebracht hat. Jade Webber. Dieses 14-jährige Model mit französischen Wurzeln ist in Hongkong geboren und lebt mittlerweile in den USA. Jade hat schon als Kind mit dem Tanzen angefangen, weshalb sie im Rahmen verschiedener Touren fast die ganze Welt bereist hat. Ins Modegeschäft ist sie aber ganz zufällig eingestiegen. Eines Tages beschloss sie, zusammen mit ihren Brüdern zu einem Fotoshooting zu gehen, an dem diese von Berufswegen teilnehmen mussten. Dem Fotografen, der für die Aufnahmen zuständig war, fiel sofort auf, dass das Mädchen das Zeug zum Modeln hätte. Er schickte ein Foto von ihr seiner Schwester, die zufällig Direktorin einer großen Modeagentur
Werbeagentur war. Und so kam es, dass Jade durch eine Verkettung glücklicher Umstände zum Nachwuchstalent der US-amerikanischen Modeindustrie wurde. Sie hat bereits für H&M und Fitch posiert, aber sie träumt davon, eines Tages mit Marken wie Dior und Chanel zusammenzuarbeiten und in der Heimat ihrer Vorfahren Frankreich zu modeln. Angesichts der Anzahl ihrer Verehrer, die jetzt schon über 600.000 beträgt, scheint es gar nicht so unmöglich zu sein. Anna Pavaga. Fotos dieses 9-jährigen Mädchens mit engelhaften Aussehen waren schon über 30 Mal auf den Titelseiten internationaler Modemagazine zu sehen. Ihre Modelkarriere hat Anna einem Zufall zu verdanken. Mit 2 Jahren ist sie zusammen mit ihren Eltern in ein gewöhnliches St. Petersburger Fotostudio zu einem Familienfotoshooting gekommen. Der Fotograf war von Annas Schönheit so sehr beeindruckt, dass er um die Erlaubnis gebeten hat, ihre Fotos in einem sozialen Netzwerk zu posten. Kaum sind 2 Monate vergangen, haben Werbeagenturen ihre Eltern mit Angeboten überhäuft. Mittlerweile wird sie gleich von mehreren Agenturen vertreten. In Russland, Italien und Deutschland. Modemagazine bezeichnen sie als eines der schönsten Mädchen der Welt. Und im vorigen Jahr ist Anna die Ehre zuteil geworden, die Präsentation von Karl Lagerfelds neuer Kinderkollektion in Europa zu eröffnen. Sie bekommt regelmäßige Engagements von Marken wie Givenchy, Marc Jacobs, Dolce Gabbana, Discord und DKNY. Dennoch behauptet die Mutter des Mädchens, dass ihre Tochter das Leben eines ganz normalen Kindes führt. Sie geht in die Schule und nimmt Tanzunterricht. Zu den Schauen- und Fotoshootings fällt sie nur am Wochenende oder in der Ferienzeit. Ihre Eltern legen das Geld, das sie als Model verdient, zur Seite. Denn Anna träumt davon, eines Tages ein großes Tierheim zu eröffnen. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!